Oberhalten hier zu sehen. Sie sind mit dem Führungsstab in den Bunker gezogen. Ich hoffe, Sie haben bessere Nachrichten als heute Morgen im Telefon. Ja, nein. Der Feind hat zur Stunde an mehreren Landeköpfen wahrscheinlich schon 150.000 Soldaten abgesetzt mit schwerem Gerät. Er beherrscht jetzt ein Gebiet von 130 Quadratkilometern. Gleichzeitig hat die 6. britische Luftlandedivision im Raum Caen die Brücken über der Aue besetzt. Andere Kräfte dieser Division haben unsere Artilleriebatterie bei Merville zerstört, wenn auch unter schweren Verlusten. Ist das alles? Unsere Informationslage ist mehr als dürftig. Unser Funkverkehr wird vom Feind gestört. Französische Saboteure haben unsere Telefonleitung unterbrochen, auch Anschläge auf Nachschubwege verübt. Mit einem zweiten Großunternehmen muss gerechnet werden. Oben bei Dover haben sie angeblich schon die Küste vernebelt. Sagen Sie es doch gerade raus, Speidel. Was bitte? Sie haben versagt. Danke, meine Herren, dass Sie kommen konnten. Bitte. Ich muss sagen, ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos über das Versagen Ihrer örtlichen Kommandeure. Dass sich die Wehrmacht in Unterhosen vom Feind ihren Betten überraschen lässt, das wirft ein bezeichnendes Bild auf den Zustand Ihrer Soldaten. Dass wir im Schlaf überrascht wurden, ist eine Falschwendung des Feindes, mein Freund. Nennen Sie das, wie Sie wollen. Ich stelle nur fest, dass Sie die feindliche Landung nicht verhindert haben, so wie mir das von Ihnen immer wieder versichert wurde. Mein Führer, die Truppe kämpft aufopferungsvoll. Und wenn wir die Landung des Feindes nicht verhindert haben, so lag das ausschließlich am Versagen von Luftwaffe und Marine. Beim Heer haben Führung und Truppe in diesem ungleichen Kampf Übermenschliches geleistet. Aber die absolute Luftüberlegenheit des Feindes und das ungehinderte Operieren der Seestreitkräfte macht ein geordnetes und geplantes Vorgehen gegen den Feind nahezu unmöglich. Es ist zu bedauern, dass bis heute niemand im OKW sich ein Bild von der tatsächlichen Lage an der Front gemacht hat. Stattdessen wird dem Feind und seiner Propaganda Glauben geschenkt. Entscheidend ist, dass nur das Cherbourg und sein Hafen von uns gehalten wird. Feld Cherbourg hat der Feind den Schlüssel zur Normandie und damit zu ganz Frankreich in der Hand. Wir haben nur die Wahl zwischen Cherbourg halten oder den Durchbruch des Feindes verhindern. Für beides reichen unsere Kräfte nicht aus. Sie sind derselben Ansicht, Herr von Rundstedt. Zumindest sollten wir die starre Verteidigung der Halbinsel aufgeben und einem geordneten Rückzug zum Hafen und in die Festung übergehen. Auch in Caen, an der Ornfront, wäre ein Aufweichen Vorteil. Ja, Aufweichen und operieren! Es ist nicht zu stehen, zu halten und zu starren! Bestimmen Sie einen besonders befähigten Kommandanten für Cherbourg. Und zeigen Sie den beiden Feldmarschällen, was für eine verheerende Wirkung unsere Vergeltungswaffe beim Feind anrichtet. Sehr wohl. Seit gestern werden ununterbrochen unsere V1-Fernwirkungswaffen gegen London abgefeuert. Jeweils ausgestattet mit Sprengköpfen von einer Tonne Gewicht. Es hat zahlreiche sichere Treffer gegeben. Von unseren Agenten dort wissen wir, dass die englische Zivilbevölkerung am Boden ist und gegen Churchill und... Der feindliche Bomberverband nähert sich unserem Luftraum. Mein Führer, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns in den Luftschutzraum begeben. Was wird jetzt? Ich sehe Black. Wir müssen ihm klipp und klar sagen, dass die Lage aussichtslos ist. Nur zu. Auf Sie hört er. Sie sind der Oberbefehlshaber am Westen. Meine Macht reicht gerade noch dazu aus, meine Wachen vom Hauptquartier von links nach rechts zu schieben. Darf ich? Bitte nehmen Sie Platz.
sie nicht, dass es an der Zeit ist, über andere Lösungen nachzudenken. Was meinen Sie? Zu verhandeln. Mir verhandelt keiner mehr. Der Feind hat die Vernichtung Deutschlands beschlossen. Es kommt jetzt nur noch auf den fanatischen Widerstand eines jeden Einzelnen an. Sind Sie dazu bereit? Sind Sie dazu bereit, Rommel?